Vor etwa 4 Milliarden Jahren wird der Ursprung der ersten Atmosphäre der Erde gesehen. Durch Ausgasungen der Erde und gewaltige Vulkanausbrüche war die Uratmosphäre gekennzeichnet. 90% Wasserdampf und Kohlendioxid, Methan, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Kohlenmonoxid, Stickstoff und andere. Die heute noch bei Vulkanausbrüchen entweichenden Gase geben eine Vorstellung, wie die Uratmosphäre so etwa zusammengesetzt war. Als Dauerrelikte der Erdevolution sind auch heute noch weltweit Vulkanausbrüche am Laufen. Die vulkanische Eruption ist der Ausstoß von Magma, Gestein, Gasen oder Asche. In einer Erdtiefe ab 100 Kilometer herrschen Temperaturen von 1000 bis 1300 Grad Celsius vor. Die Gesteine liegen als flüssige Magmaherden vor. Wenn der Erddruck zu groß wird, steigt das Magma über Spalten und Klüfte der Lithosphäre. Das Magma wird über die Erdoberfläche ins Freie gesetzt. Magma wird dann zu Lava. Am Beispiel der faszinierenden Urlaubsinsel La Palma im Kanarenarchipel soll kurz die Geoevolution einer Vulkaninsel vorgestellt werden. Es sind die drei Vulkane Cumbre, Vieja, Caldera de Taburiente und Teneguia, alle Hotspot-Vulkane. Die Inselentstehung begann vor 2 Millionen Jahren mit submarinen Vulkanausbrüchen. Aus dem Meer hervortretende Gesteinserdmassen mit den nachfolgenden Modifikationen geben das heutige Landschaftsbild mit den zahlreichen Gipfeln. Teilweise stürzten Gesteinsmassen in den Atlantik, die einen Tsunami auslösten. An der Südspitze der Insel 1971 ist der Teneguia-Vulkan ausgebrochen. Lava floss bis ins Meer. Dieser Vulkan ist ein Schlacken- und Aschekesseltyp. Thank you.